Moin, liebe Freunde der Strategie und willkommen zu einem neuen Part, hätte ich jetzt gesagt. Ja, auch, aber auch zu einer neuen Aufnahmesession zu Let's Play Warlock Master of the Arcane am Montagmorgen, den 31. August, nehme ich diese Aufnahmesession auf, damit ihr das auch schon mal wisst. Und ich muss mich bei euch erst einmal entschuldigen. Jetzt werdet ihr fragen, warum. Kann ich euch sehe ich jetzt erst. Ich habe euch nämlich was vergessen zu erklären. Nämlich die Geländegeschichte. Auch wenn man die hier so ein bisschen sehen kann. Vorteile, ihr seht ja hier, Produktionsvorteile gibt es hier mit den Rohstoffen dann eben halt noch dazu. Aber eben halt auch Nachteile, wenn man hier zum Beispiel sieht, Sumpf, extra Gebäude, Unterhaltskosten. Ne? Also das heißt, wenn man da ein Gebäude positioniert, kostet das einfach mal mehr als normal. Oder hier, da kostet das noch mehr. Produktion, seht ihr auch, geht gewaltig in den Keller dadurch. Ne? Im Lava-Gelände nehmen übrigens auch Einheiten Schaden. Deswegen habe ich das Gebiet ja auch damals gemieden. Ne? Solche Geschichten. Das habe ich euch damals nicht gezeigt bzw. erzählt. Das tut mir leid an dieser Stelle. Und ja, ich glaube, wo wir das jetzt direkt geklärt haben, würde ich sagen, fahren wir fort. Wir haben eine Mana-Falle errichtet in B-Time. Das ist sehr gut. Wir haben eine Rekrutierung abgeschlossen. Das ist auch gut. Der wird sich nämlich gleich mal um den Bären da hinten kümmern. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der fliegende Galeus jetzt doch ein bisschen schneller ist. Kann das? Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist der schneller. Nee, alles gut. Dann jagen wir mal unseren fliegenden Galeus los. Ich glaube, die Untoten sind auch die einzigen, die ein Schiff haben, das fliegen kann. Wir haben eine Beförderung. Nehmen wir mal Resistenz-Fernkampf. Stimmt, wir haben es hier ja auch noch mit den großen Feuerelementen zu tun. Also das wird auch noch eine interessante Geschichte. So, das ist der Bereich unseres Gegners. Genau, den wir ja platt gemacht haben. Die errichten jetzt bitte erst einmal einen Markt, würde ich vorschlagen. Hier sind übrigens auch die ruinösen, also das Gelände, wo die Sachen ruiniert waren. Die sind jetzt auch weg, sehe ich gerade. Ne, aber vorher war hier ja alles ruiniert worden. Ne? Hier ist noch die Diebinnen-Gilde, genau, die müssen wir auch noch platt machen. Also das mit den Kreaturen ist, also mit den Monster-Kreaturen, also das ist, kann man quasi mit den Barbaren vergleichen. Ist eigentlich genau das gleiche. Nur, dass die dann eben halt ständig, ja, die spawnen mehrfach und willkürlich auf der Karte, ne? Ihr habt das ja auch gesehen, das wird einem auch angezeigt dann, wo sie spawnen. Die Stadt hier baut erstmal einen Friedhof, damit die künftig auch Einheiten produzieren können. Weil je mehr Städte mit Einheitenproduktion wir haben, desto besser ist es. So, und dann speichern wir nochmal eben. Und zwar speichere ich das unter Let's Play 2. Ich weiß, so viel haben wir jetzt noch nicht erreicht. Das ist aber nicht schlimm. Weil ich habe jetzt so ein bisschen... Ich muss ja wirklich zugeben, ich habe so ein bisschen Respekt vor diesen blöden Feuerelementsviechern. Weil die sind so scheiße übel. Die Viecher. Ja, ihr seht, der nimmt gerade mal 5 Schaden. Das ist für den nicht mal ein Kratzer. Ne, also da geht den am Arsch vorbei. Der lacht sich drüber Schrott quasi. Ne, sieht man ja. Also das interessiert die überhaupt nicht. Ja, oho. So, wie weit kann er denn laden? Ja, da läuft er denen in die Arme. Das will ich ja nicht. Der Bogen, die Bogenschützen hier, die können noch vorrücken. Was ist denn da los? Oh. Das ist ein alter Wolf. Oh. Ich wollte übrigens auch gerade mal gucken. Kann man das irgendwie... Ah, hier kann man das nachprüfen. Mit der rechten Maustaste. Genau, Elite-Zauberer. Merkt man auf jeden Fall schon mal. Resistenz. Was haben sie denn? Tod ist komplett resistent. Geist mögen sie nicht. Habe ich irgendwas Geisterhaftes? Ich glaube nicht. Vor allem die Ironie an der, Sache ist, das ist ja ein Elementswesen. Und es mag... keine Elementsangriffe. Schon interessant, dass ein Elementwesen keine Elementarangriffe mag. Gut, ist irgendwo logisch, wenn man mit einem Wasserelement angreift, dass es das nicht so geil findet. Ist schon irgendwo logisch. Segnung, Eile, Tempo, nee. 5 Element, habe ich noch irgendwas anderes, was richtig schön Element macht? Den Eisring. Soll ich mal den Eisring raufballern? Ich glaube, das bringt nicht viel, ne?
Oder? Können wir das überhaupt wirken auf den? Nee, ne? Nee, können wir auch nicht. Habe ich mir gedacht. Ja gut, dann haben wir ja nur den Blitzschlag in dem Sinne, ne? Den wir raufknallen können, ja. Nur den Blitzschlag. Na, hat er jetzt 9 Schaden genommen. Das ist gar nicht so schlecht. Aber ich befürchte, dass einer unserer Truppen gleich kräftig auf die Fresse kriegen wird. Entweder einer unserer Galeos, ich hoffe, dass sie das standhalten. Oder unsere Bogenschützen, je nachdem. Bereit zum Schießen auf irgendwas. Ein Schuss, der kriegt sofort eine Beförderung. Okay, alles klar. Nimm ich. Könnt ihr euch heilen? Nein, aber verteidigen könnt ihr euch. Ja, ich glaube, ich werde hier gleich die eine oder andere Einheit verlieren. Ich glaube, da können wir schon fast von ausgehen, dass dem so sein wird. Aber das ist ja nicht schlimm, weil die Bogenschützen können wir ja recht schnell nachbauen. Das ist ja wirklich unser geringstes Problem. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Wir haben noch ein paar Schwertkämpfer, die können ruhig runter. Genau, die sollen sich um die Diebinnen da kümmern. Jo. Waren sehr umwerfend anscheinend. Sehr schön. Damit dürfte der Trupp vernichtet sein. Sehr gut. Jemand in Not? Noch nicht. Sagen wir es mal so. Noch nicht. So, die schicken wir mal hier hin. Genau, Silberstadt hatten wir frisch besetzt. Du heilst dich erstmal, dann bist du nämlich auch fit. Du heilst dich auch erstmal. Was ist das da hinten eigentlich? Das sind Waldläufer waren das, glaube ich, ne? Ich glaube, das waren Waldläufer. Einmal vor... Ja, das sind Waldläufer. Jo. Wir haben auch gleich eine Begrüßung gekriegt. Gut, dann kann das Schiff schon mal dahin. Dann können die nächste Runde aussteigen. Die können allerdings noch nicht aussteigen. Und die kriegen nochmal einen Powerschub, damit sie wieder fit werden. Und dann haben wir die Runde auch schon beendet. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Zauberforschung. Was forschen wir denn gerade? Ist traurig, dass ich gerade nicht weiß, was ich da forsche. Na, passt schon. Genau, für die Bären haben wir eine Quest vorliegen. Jetzt sehe ich leider nicht, jetzt. Ja, ich glaube, die fallen alle um, oder? Ne, das überleben sie. Oh! Oh doch, er hat angegriffen. Es wurde ein neuer Zauber erforscht. Hat aber ordentlich. Hat aber ordentlich reingehauen, wa? Heidewitzka. Ich euch nach vorne hole. Euch dahin hau. Dann haut ihr mal rauf. 3 Schaden. Ist jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig doll. 3 Schaden. Blitzschlag noch hinterher. Okay, das schafft der Galeos. Hervorragend. Damit haben wir unser erstes Feuerelement vernichtet. Und er kann sich erstmal eine kräftige Heilung gönnen. Die braucht er auch. Ah, wie viele Oger hier rummarschieren, ne? Bogenschützen legt an! Ja, genau. Der hat 4 Felder, das heißt, er müsste das... Ja, der kann das wegstecken. Perfekt. So, damit hat sich das erledigt. Die können sich dann heilen. Euch werde ich sofort zurückziehen. Dann kann der Oger nämlich vorrücken. Und kann mal seinen Bruder? Cousin? Was auch immer, keine Ahnung. Kann ihn dann einer auf die Nuss geben. So, die Heilerin kommt ganz schnell hinterher. Schnell wie der Wind. So, was haben wir denn hier? Bauarbeiten. Magischer Turm. Sehr gut. Den werden wir nämlich brauchen gegen die Skelette hier. Ja, das hat super funktioniert. Der Aushub ist fertig, das ist gut. Oh, ich sehe gerade, unser Geld ist ziemlich zurückgegangen, das ist gar nicht gut. Die Diebinnen-Gilde ist fertig, das heißt, wir können jetzt die Diebinnen ausbilden, genau. Was haben die denn? Nahkampf 4, Tod 4, ah ja. Unterhalt 2 Gold, ja, nee, danke. Und wir können was bauen. Wir können eine Gießerei bauen.
Produktion plus 1. Kann errichtet werden auf Eisen. Meisterliche Rüstung für Klassen. Aha, okay. Aber es wurde auch schon mal errichtet, tatsächlich. Interessant. Werden wir deswegen noch nicht bauen, aber wir werden mal einen Markt bauen erstmal. Einen Friedhof werden die auch noch kriegen, weil wir werden hier auch noch Truppen ausbilden. Selbstverständlich werden wir hier noch Truppen ausbilden. Und was haben wir hier? Rune des Schutzes war das. Aha. Achso, okay, alles klar. Gut, was erforschen wir denn jetzt Feines? Wiederaufbau. Heilung, 15 Elementar. Regeneriert etwas Gesundheit einer unbelebten Verbündeten. Ja, dann nehmen wir das doch, auf jeden Fall. So, das Schiff ist wieder fit. Kann aber leider noch nicht angreifen, schade. So, dann kriegen die Dunedain nochmal auf die Schnauze. Was können wir jetzt mitnehmen? Nehmen wir Elementar mit, auf jeden Fall. Dann haben wir das auch. Und das hat sich für die Dunedain erledigt. Gut, die Skelette können landen. Sehr gut, das machen sie dann auch gleich mal direkt. So, ihr seid fertig. Dann könnt ihr einmal das leer räumen. Der Rattenprinz, aha. Guck an, wir haben den Rattenprinzen. Fledder Ignatio S. Aha. Verstehe. Dann statten wir den erstmal ordentlich aus. Ich glaube, das ist auch ein Held. Kann das sein? Dann kann der sich ja mal gegen die Diebinnen da unten behaupten. Ich wollte gerade sagen. Okay, ist keine übrig geblieben. Gibt nochmal 100 Gold. Perfekt, dann hat sich die Investition ja schon mal gelohnt. Kann der noch irgendwo hinrennen? Nö, angreifen können sie auch nicht. Sehr bedauerlich. Ihr könnt vorrücken. Genauso wie ihr. Apropos vorrücken, da fällt mir gerade was ein. Siedler kann ich hier leider noch nicht ausbilden. Das ist sehr bedauerlich, aber hier können wir einen ausbilden. Machen wir auch gleich mal, weil dann würde ich nämlich ganz gerne hier in der Nähe eine Stadt errichten. Dann können wir nämlich gleich den heiligen Boden hier mit in Besitz nehmen. Das passt mir ganz gut, ehrlich gesagt. So, der fliegende Galeos hier, der kann mal die Bären attackieren. Die sind ja Bestandteil einer Quest. Ferbus-Tempel, genau. Tötet die gefährlichen Kreaturen. Genau, das sind ja die Bären hier, die hier mitten im Lavagelände rumlaufen, einfach so. Kann man ja mal machen, ne? Wir müssen übrigens mal auf unsere Nahrung achten, sehe ich gerade. Neutrale und Monster. Ui, gleich zwei Beförderungen. Ja, die kriegen natürlich dann Meisterschütze erstmal, genau. So, was ist hier? Auch einmal Meisterschütze, genau. Die können angreifen, es bringt nur nichts. Das ist supi, dass sie angreifen könnten. Nur wie gesagt, was bringt mir das, wenn die eh nichts bringen? Ausrüsten kann ich euch noch, Jungs. Dann machen wir das doch mal. Ne, ein bisschen mehr Rüstung schadet ja nie. Oh, da ist gerade was Neues aufgetaucht, sehe ich gerade. Das sind Kobolde, glaube ich, ne? Wow, ein Schaden. Wahnsinn. Ein Schaden haben sie genommen. Irre. Ja, das sind Kobolde. Mit zwei Beförderungen. One Hit weg, ne? Was haben wir hier? Diebenen. Erste Batterie, Feuer! Kriegen auch erstmal einen heißen Empfang. Oh, oh, die Seeschlange. Ich glaube, die Seeschlange ist noch einen Ticken mächtiger als der Kraken. Deswegen ziehe ich mich mal ein bisschen zurück. Wenn da ein paar mehr Schiffe dabei sind, dann ist es was anderes. Aber wenn das alleine ist, das könnte ins Auge gehen. Ja gut, dann Feuer halt, das bringt sowieso nichts. Eben, ist nämlich immun. Der Markt ist fertig, das ist gut. Und die Schmiede ist fertig. Wir müssen eben halt regelmäßig darauf achten, dass wir unsere... Wieso könnt ihr euch nicht heilen eigentlich? Doch könnt ihr, meine ich doch. Super. So, die Skelette anlegen Feuer. Ja,
Das hat jetzt nicht so viel angerichtet. Sehr gute Regel. Mach ihn platt. Genau so. Bogenschützen! Ich dachte, dem fällt jetzt gerade danach erst ein. Oh, ich sollte ja eigentlich umfallen, ne? Das war übrigens ein Spinnennest, okay. Jetzt fällt es ihm ein. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, du heilst dich erstmal. Ich weiß übrigens auch nicht, ob die... Was haben wir denn hier? Ein Elfendorf. Ah, okay. Ein Elfendorf. Sieh an, sieh an. Ich merke schon, ich habe irgendwie zu viele Krieger hier an Ort und Stelle. Macht aber nichts. Beute, 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 Beute. Mein Gott, ich glaube, der ist scharf auf Beute. Ich weiß nicht warum. Ihr könnt nochmal, genau, ihr sollt dahin vorrücken. Exakt. 60 Gold haben wir dadurch nochmal bekommen. Ihr könnt euch immer noch bewegen. Mein Gott. Ja, ihr seid auch untot, ne? So, hier unten hatten wir noch, genau, da hatten wir noch eine Schwerteinheit. Die sollten sich um die Banditen, die Tinnen, da unten kümmern. Sehr schön. Und unser fliegender Galeus hier. Fertig und Feuer. Ja, ich glaube, der Bär hat sich gerade erledigt. Gibt 50 Gold. Perfekt. Ich finde übrigens, der Berater sieht hier so ein bisschen aus wie Palpatine. Also wie Darth Sidious. So ein bisschen. Aber naja, gut. Zug beenden. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ja, das war klar. Das war klar. Okay, das ist nicht cool. Er hat auch einen kompletten Trupp weggehauen von mir. Da rennt ein Feuerelement rum. Das ist nicht gut. Weltnachrichten, eingenommene Städte. Großmagier hat eingenommen. Oder Großbibliothekar. Ihr kennt den Ort nicht. Ah ja, das ist natürlich super. Der Markt ist fertig und der Friedhof ist fertig. Rekrutierung abgeschlossen, der Siedler ist da, das ist gut. Der Siedler, der wird sich auf dem Weg hierhin machen. Und wir dürfen bauen, zweimal dürfen wir bauen. Ja, ein Gehöft wäre nicht schlecht, glaube ich. Wobei es echt schwer ist, hier noch was zu errichten. Gut, dann bau erstmal einen Markt. Oh oh, das mit der Nahrung könnte echt ein Problem werden, wenn ich Pech habe. Ja, ist eine gute Frage, ne? Ja, Gehöft. Dann müssen wir hier erstmal ein Gehöft bauen, ne? Einmal hier unten Gehöft hin, bitte. Ich glaube, wir kriegen später auch noch Technologien, die uns beim Terraforming so ein bisschen helfen können. Nicht zwangsläufig müssen, aber können. Ja, dass da jetzt ein Feuerelement rumläuft, das finde ich jetzt gar nicht lustig. Denn das heißt, dass wir da nicht weiterkommen. Leider. Und ich müsste eigentlich weitere fliegende Galeos bauen, aber die fressen so viel Mana. Das ist das Problem. Die fressen so viel. Müssen wir jetzt um jeden Preis zusehen, dass wir diese blöden Skelette da wegkriegen. Also eigentlich ist es egal, was ich mache. Und unsere Leute werden so hart auf die Fresse kriegen. Kannst du angreifen? Ja, das ist gut. Ich hoffe, dass es dann reicht, um diese blöde Schlange zu erledigen. Caravellus. Reicht natürlich nicht. Aber sie wird immerhin stark geschwächt. Schon mal etwas. Dass der Gegner da jetzt mit einem Feuerelement rumläuft, ist jetzt gar nicht gut. Kobold herbeirufen würde nichts bringen. Rune des Schutzes. Beschwör.
ist blöd jetzt. Bin ich ganz ehrlich. Das ist jetzt richtig blöd. Schattenschlag bringt da nichts gegen. Wir können da nur mit dem Blitz raufhauen.